In Teil 3 der fünfteiligen Serie zum S-Verweis möchte ich gerne vorstellen, wie der S-Verweis über Tabellenblätter und Dateien übergreifend eingesetzt werden kann. Natürlich mit allen Tipps und Tricks. Ich habe hier direkt ein Anwendungsbeispiel, und zwar sollen zu den aufgeführten Kundennummern, hier in Spalte B, die blau hinterlegten Daten zugeordnet werden. Das kann sein Firma, Land, Postleitzahl, Ort und Straße, also ein typisches Beispiel. Diese Daten befinden sich auf einem anderen Tabellenblatt. Ich zeige das mal. Hier ist mein Tabellenblatt. Nun beginne ich wieder mit der Eingabe, ist gleich S-Verweis. Nun markiere ich mein Suchkriterium. Es folgt ein Semikolon. Und nun muss ich die Matrix auswählen. Das mache ich mal. Markiere das, indem ich in die erste Zelle klicke. Dann mache ich Steuerung Shift, Pfeil nach rechts und Pfeil nach unten, um die Matrix zu markieren. Nun muss ich noch einmal F4 drücken, damit hier entsprechend die Dollarzeichen erscheinen. Das bedeutet, damit die relativen Bezüge in absolute Bezüge umgewandelt werden. Dazu gibt es Video 10, wo das auch nochmal beschrieben ist, absolute und relative Bezüge. Ich klicke ein Semikolon und wähle jetzt die Spalte 2, weil hier beginnt meine Matrix 1, 2. Nur noch ein Semikolon und ich wähle Wert 0, weil ich möchte die exakte Übereinstimmung. Ich schließe die Klammer, drücke Enter und stelle fest, es kommt NV. Ich mache einen Doppelklick auf die Ecke mit dem schwarzen Kreuz und stelle fest, es kommt nur NV. Was ist schiefgegangen? Ich habe die Tabelle bewusst so eingestellt, dass die in Zeile 65 beginnt, nicht in 5. Und das kommt leider sehr oft vor. Und ich hätte jetzt hier oben beginnen müssen und hätte hier STRG-Shift-Pfeil nach unten machen müssen. Dann hätte ich den kompletten Bereich markiert und auch hier entsprechend nach rechts. Das ist ein Problem, was häufig vorkommen kann, besonders bei großen Datenmengen. Und was noch dazu kommt, wenn ich hier unten drunter, also unter den bisher bestehenden Daten, noch einen neuen Datensatz hinzufüge. Ich kann das mal machen. Ich nehme mir mal hier diese Kundennummer und füge die unten zu und mache mal hier einen Test. Dann sehe ich, dass hier nichts passiert, weil das ist limitiert auf Zeile 81. Wir beginnen in 65 bis 81. Das heißt, der Weg ist jetzt nicht ideal. Und hier ist nämlich der Test steht in Zeile 82. Ich lösche das wieder raus. Ich passe das einmal an, dass ich hier dann auf 6 gehe, also B6 statt B65, und plötzlich habe ich die Treffer. Ich mache wieder einen Doppelklick auf die Ecke und sehe, ein Treffer kommt nicht. Das ist dann so, dass diese Kundennummer tatsächlich in meinen Daten nicht vorhanden ist. Also das hat seine Richtigkeit. Jetzt möchte ich gerne zeigen, wie man das Ganze denn auch besser machen kann. Also es soll ja so sein, wir möchten ja tabellenübergreifend arbeiten und auch dateiübergreifend, und da muss es ja ein paar Tricks geben. Die möchte ich jetzt vorstellen. Hier ist das gleiche Szenario. Ich klicke wieder ist gleich S-Verweis, gehe auf mein Suchkriterium, wähle jetzt Semikolon und möchte jetzt wieder die Matrix auswählen. Die finde ich hier. Und anstatt, dass ich jetzt hier beginne in B5, diesen ganzen Bereich hier zu markieren, markiere ich den Spaltenkopf. Ich klicke einmal auf B, ziehe das rüber und dann sieht man schon hier an der Stelle bei B68, da kommt ein kleines Feld. Sobald ich das einmal bewege, und da steht dann im ersten Bereich die Anzahl der Zeilen, das spielt keine Rolle, aber im zweiten steht 2S, bedeutet zwei Spalten. Und hier zeigt er mir direkt auf, wie viele Spalten ich in der Matrix entsprechend markiert habe. Hier geht das auf 3, hier geht das auf 4, 5 und 6. Und das ist sehr, sehr praktisch, wenn ich auch Daten zuordnen möchte und das sind irgendwelche Spalten ausgeblendet oder die Datentabelle der Matrix ist sehr, sehr breit. Da müsste ich abzählen, 1, 2, 3, 4 und das brauche ich gar nicht, weil ich markiere einfach so weit, bis ich den entsprechenden Zielwert gefunden habe. Hier ist es die Firma und lese dann ab, wie viele Spalten sind das. In dem Fall 2. Jetzt ist es ganz wichtig,
dass ich noch auf diesem Tabellenblatt das Semikolon wähle. Wenn ich das nicht mache, passt sich der Bezug auf das andere Tabellenblatt an und es funktioniert nicht. Das ist ein ganz, ganz häufiger Fehler, der am Anfang vorkommt. Ich gebe jetzt hier meine 2 ein, dann wieder ein Semikolon, wieder eine 0 für die exakte Übereinstimmung. Ich schließe die Klammer, drücke einmal Enter und so sieht das dann aus. Da steht dann Suchkriterium B9. Das geht dann auf das Tabellenblatt S-Verweis 2 und dann sind das die Spalten B und C. 2 ist die Spalte, die ich haben möchte und 0 exakte Übereinstimmung. Jetzt ziehe ich das wieder runter und ich stelle dann wieder fest, es kommt wieder ein NV. Nämlich, diese Kundennummer gibt es nicht. Und das möchte ich jetzt auch gerne demonstrieren. Wenn ich die am Ende hinzufüge, das hat ja vorhin nicht funktioniert, und ich gebe hier einfach mal Test ein und gehe wieder zurück auf das Tabellenblatt, dann erscheint hier direkt Test. Also wunderbar, so kann man tatsächlich arbeiten. Und das ist meine Empfehlung. Einmal bitte die Spaltenköpfe markieren und bitte dann erst das Semikolon wählen und natürlich vorher ablesen, welche Spalte ist das denn. Ich mache das mal für das Land nochmal, ist gleich S-Verweis, klicke wieder auf die Kundennummer, gehe einmal auf das Blatt und brauche jetzt das Land. Ich markiere einfach wieder vom B, klicke auf den Spaltenkopf, ziehe das bei gedrückter linker Maustaste nach rechts und jetzt zeigt es mir an, hier ganz links in B68 ist der kleine Hinweis zu sehen, da steht jetzt 6. Also mache ich ein Semikolon, gebe die 6 ein, noch ein Semikolon für die exakte Zuordnung und ich ziehe das entsprechend runter mit einem Doppelklick. Bei Test kommt eine 0. Das ist interessant. Warum kommt eine 0? Weil hier entsprechend nichts steht und wenn nichts in einer Zelle steht, wird eine 0 zugewiesen. Bei Donau in Möbelhaus, da kommt nichts. Das ist spannend. Das schaue ich mir mal an. Warum kommt da nichts? Und zwar ist hier nicht leer, sondern hier ist ein Leerzeichen. Die entferne ich mal, drücke Enter, gehe wieder auf mein Blatt und dann bekomme ich hier auch eine 0. Das muss man wissen, dass entsprechend bei einem S-Verweis, wenn das ein Pferd leer ist, was zugeordnet werden soll, dass dann halt entsprechend eine 0 kommt. Ich kann das jetzt hier weitermachen für Postleitzahl, Ort, Straße, das ist immer identisch. Und ich zeige einmal noch kurz die Formel. So sieht die aus. Ich kann auch alternativ gerne die Matrix mit Steuerung T in eine Tabelle umwandeln. Das hatte ich in den vorherigen Videos auch schon gezeigt. Das hat auch den Vorteil, dass man jetzt sich nicht auf die Spalten beziehen muss, so wie ich das gemacht habe, sondern man kann sich dann einfach auf die Tabelle beziehen. Und der Vorteil ist auch hier, wenn dann weitere Werte ergänzt werden nach unten, dann werden die auch automatisch berücksichtigt. Ich persönlich wähle immer hier dieses Vorgehen, dass ich die Spaltenköpfe markiere. Das war jetzt die Beschreibung zu den Daten, die sich auf einem anderen Tabellenblatt befinden. Als nächstes schauen wir, wenn sich die Daten in einer anderen Datei befinden. Ich beginne wieder, ist gleich S-Verweis, mache ein Semikolon. Nun brauche ich meine Matrix, also wähle ich mit Alt-Tab. Also ich drücke die Alt-Taste, halte die gedrückt und drücke einmal kurz die Tab-Taste. Dann komme ich zu der auch geöffneten Datei mit den Daten. Nun markiere ich wieder die Spaltenköpfe und hier ist das gleiche, hier links in dem Bereich, wenn man da hinschaut, steht da 2S, also zweite Spalte. Ich gebe ein Semikolon ein, direkt nachdem ich die Spalten ausgewählt habe, gebe dann die 2 ein, weil ich ja die Firma zuordnen möchte und dann die 0 für das exakte Ergebnis. Dann mache ich einen Doppelklick hier drauf und das passt wieder alles. Hier unten der Fehler NV ist richtig, weil die Daten nicht enthalten sind. Wie sieht nun dieser S-Verweis aus? B15 ist mein Suchkriterium. Hier kommt dann in eckigen Klammern der Datenname, nämlich YT043 S-Verweis Teil 3 Datenbasis Version 01 SH.xlsx. Dann kommt das Tabellenblatt Datenbasis Verweis. Dieser ganze Begriff steht in Anführungsstrichen, also in einem Anführungsstrich. Dann kommt ein Ausrufezeichen und dann kommen die beiden Spalten. Bei diesem S-Verweis ist es so, dass sich die Daten in der anderen Datei auch anpassen. Ich ändere das mal hier, indem ich hier
entsprechend GmbH entferne und wechsle wieder in meine bisherige Datei, dann sieht man sofort, das passt sich an. Ich mache das nochmal rückgängig, wechsle jetzt wieder zurück in meine Originaldatei, speichere einmal und schließe die. Jetzt bleibt nur noch diese Datei hier offen. Ich ändere das jetzt nochmal und schließe auch diese Datei und öffne dann wieder meine Originaldatei. Nun werde ich gefragt. Diese Arbeitsmappe enthält Verknüpfungen zu mindestens einer externen Quelle, die möglicherweise nicht sichtbar sind. Wenn Sie den Verknüpfungen vertrauen, aktualisieren Sie sie, um die neuesten Daten abzurufen. Andernfalls können Sie weiter mit den vorhandenen Daten arbeiten. Wenn ich jetzt auf Nicht aktualisieren klicke, passiert nichts. Wenn ich auf Aktualisieren klicke, werden die Daten entsprechend aktualisiert. Hat sich sofort angepasst. Das funktioniert so lange, wie man auch Zugriff auf diese Daten hat. Wenn jetzt meine verknüpfte Datentabelle in einem Verzeichnis ist, auf das ich keinen Zugriff habe, funktioniert natürlich keine Aktualisierung. Dann ist das wie abgeschnitten. Mein letztes Beispiel zu dem Thema ist eine Verknüpfung zu einer Datei, die noch nicht gespeichert wurde. Ich beginne wieder mit ist gleich S-Verweis, wähle mein Suchkriterium, aktiviere jetzt mit Alt-Tab die Datei, die noch offen ist und die noch nicht gespeichert ist, nämlich die hier. Markiere wieder meine beiden Spalten. Hier oben sieht man dann 2S ist meine Spalte. Ich wähle direkt ein Semikolon, die 2, Semikolon, die 0 für exakte Zuordnung, schließe die Klammer und kann jetzt hier die Werte wieder zuordnen, wie immer. Jetzt mache ich die Datei einmal zu, die jetzt noch nicht gespeichert war. Dann werde ich gefragt, sollen Ihre Änderungen an Mappe 1 gespeichert werden? Nein, nicht speichern. Jetzt speichere ich meine Originaldatei auch, schließe die und öffne die wieder. Als erstes kommt hier oben eine Sicherheitswarnung. Die automatische Aktualisierung von Verknüpfungen wurde deaktiviert. Er hat schon festgestellt, dass da irgendein Problem gibt. Ich klicke mal auf Inhalt aktivieren. Nun kommt direkt eine Frage. Einige der Verknüpfungen in Ihrer Arbeitsmappe lassen sich zurzeit nicht aktualisieren. Klar, weil die Tabelle 1 in der Mappe 1, die gibt es nicht mehr. Die habe ich nicht gespeichert. Sie können fortfahren, ohne Ihre Werte zu aktualisieren oder die Verknüpfungen bearbeiten, die Sie für falsch halten. Ich habe also hier eine Verknüpfung und die gibt es nicht mehr. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Weiter gehe, bleibt der S-Verweis einfach so stehen und jedes Mal, wenn ich die Datei öffne, kommt entsprechend dieser, sag mal, Fehlerhinweis. Alternativ kann ich auch hier draufklicken, Verknüpfung bearbeiten. Dann sehe ich genau, wo hier die Probleme sind, nämlich Fehlerquelle nicht gefunden. Ich habe noch eine weitere Verknüpfung von gerade auf die Datenbasis. Das hat ja funktioniert, deswegen wird hier ein OK angezeigt. Und hier kann ich dann als Mittel der Wahl, würde ich sagen, die Verknüpfung löschen, dann werden diese Formeln umgewandelt in absolute Werte. Und dann habe ich diese Verknüpfung nicht mehr und ich sehe dann hier, praktisch wenn ich reingehe, ist die Formel verschwunden. Das würde ich dann für solche Fälle entsprechend empfehlen. Das war Teil 3 der Reihe zum S-Verweis. Im nächsten Teil, Teil 4, berichte ich dann darüber, wie man den S-Verweis auch nach links nutzen kann, und zwar mit der Funktion Index und Vergleich. Und in Teil 5 kommen noch praktische Alternativen zum S-Verweis und noch ein paar Tipps und Tricks.